Willkommen zurück bei Dragonstogma, liebe Freunde, wo ich in der Zwischenzeit ein wenig mein Inventar entrümpelt habe, ein paar Heilkräuter gekauft habe, ein bisschen Zeug verkauft habe, ich hoffe nichts Wichtiges. Ja, wir machen bei der Quest weiter, die wir letztes Mal on the fly aufgenommen haben, hier mit diesen Leuten quatschen. Machen wir doch mal. You have need of me? Bonneville would have us quit his land? Oh, fie, but this is sudden. Had he even a whit of the Maker's decency, he'd give fair warning afore such a request. I beg of you, sir, grant me a little time to consider what you say. I would strive to have an answer for you shortly. Let's speak this arisen slay the... Gut, dann haben wir schon mal mit dem Ersten gesprochen. Die sollen ja ihr Land räumen. Wenn nicht, kommen wir einfach mit dem Bagger und baggern die weg. So, wer ist mit dir hier? Yes, how may I aid you, sir? I, we pay tariff on Fornival's land. Oh, wants us gone, does he? I wager it's not so simple a proposition as all that. I know Fornival's the law on his side, but I'm loath to simply up and go at his command. It's a hard decision, sir, and not one I'd make alone. I've a wife and son. They should get word of this afore all else. They're off about the town, though where I don't know. Perhaps you could find them and explain the matter? Alter, ich bin hier der Arisen und nicht der Postbote. I hear their thoughts ere I make any decision. No doubt you were filled with fear and awe. Ja, super, das entwickelt sich ja wirklich als reinste Laufarbeit von A nach B. Wie konnte ich die Quest jetzt eigentlich von dem nicht annehmen? Hallo? It seems my wife and child are as yet. I'll not press on without. Ja gut, dann muss ich erstmal hier weiter rumstolzieren und eventuell noch die anderen Leute fragen. Mal gucken, wen ich hier noch finde, den ich hier von diesem Gut erzählen muss, damit die sich hier verpieseln. Oh ne, hier bin ich falsch. Hier. Oh, will ich nicht hoch. Ich glaube, ich muss hier einfach weiter rum irgendwo. Hier rum. Ne, da ist eine Wand, da komme ich nicht rum. Alter Schwede. Karte ist vielleicht doch nicht ganz falsch. So, wo haben wir denn die Karte? Da war ich und wo muss ich hin? Da oben. Da muss ich mich jetzt rechts halten. Gut, das mache ich jetzt mal. Hä? Ich kann mich hier nicht rechts halten. Alter Schwede, wo ist denn hier der Durchgang? Jetzt geht das schon wieder los. Da ist der Durchgang. Dann kommen wir nämlich nach da oben und können dem Typ da auch nochmal davon berichten. Mal schauen. Was der denn dann sagt. Irgendwie will keiner abhauen. So, wer ist das denn? Ach, das ist der Sohn, oder was? What? Who are... Our landlord would drive us from our home. Forget it. I won't go. I don't care how wealthy he is. He can't simply toss us out. I'll never leave. Ever. Not in 1,000 years. Na dann. Ja, gut. Jetzt haben wir hier natürlich noch einen Kreis. Jetzt ist die Frage, wo... Ach, ich verklick mich hier immer. Wo führt der uns denn hin? Direkt da gegenüber? Und wieder da unten. Aber ich glaube, wir gehen dann erstmal direkt da... Kann ich mich jetzt hier eigentlich umdrehen? Und genau da durchgehen? Oder kriege ich die Tür nicht auf? Doch, die kriege ich auch auf. Das ist ja wunderbar. Dann kommen wir nämlich hier auch hin. Und können dann da vorne dem nächsten roten Kreis berichten, dass er doch bitte mal von seinem Land verschwinden soll. Naja, irgendwie kann ich die Reaktion der Menschen schon verstehen. Ich wäre da auch nicht sehr begeistert von, wenn hier irgendwie irgendein Typ ankommt, der sich hier für den auserweckten, erleuchteten hält und hier einfach sagt, ey, komm, ich brauche mal dein Land, geh mal bitte weg. Ach, guck mal, da könnten wir eigentlich eine Zwischenquest abgeben. Da habe ich nämlich die drei Lazarussteine gefunden. That stone. You've gathered enough. Ja. Dem kann ich aber gar die nicht geben. Okay, warum nicht? That stone. Perhaps with those, my son. But I fear, I've not the strength to conjure their effect. Hilfe leisten. Naja, machen wir mal. Lazarussteine benutzen? Ja komm, dafür haben wir sie ja jetzt gekauft. Die einen vertreiben wir vom Land und den anderen retten wir hier. Der Retter. Oha. Father, I
Wilhelm. Sweet Wilhelm. So. Oh, 6000 XP, Aufstieg und überhaupt ganz viel Punkte und alles und Level und Bam und Piu Piu. Ja, dann war ja nicht ganz falsch. Hat sich ja dann doch auf jeden Fall XP-technisch gelohnt. Warum ist Imba jetzt rot? Was sagt der? Nein, mit dir will ich nicht sprechen. Ich möchte bitte hier mit meinem Imba reden. Geh doch mal weg, Mann. Ach, Moped, Mann, steht einfach hier im Weg. Dann rede ich später mit Imba. Ach, das ist gar nicht der rote Kringel auf der Map. Na gut, das erklärt einiges. Das sah jetzt gerade nur auf der Minimap so aus. So, hier unten scheint wohl das Haus von denen zu sein, den ich jetzt berichten muss, dass sie ausziehen sollen. Dann müssten wir uns insgesamt nochmal hier umschauen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ob hier eventuell noch andere Händler oder so sind. Hä? Feed for livestock, no doubt. Was? Mit wem soll ich denn hier reden? Hier ist niemand. Kann hier irgendwelche Kisten kisten? Ja. Wo soll das denn sein? Gibt es hier eine Leiter irgendwo hoch in die Scheune? Stehen die hinterm Stall? Ich weiß es nicht. Aber hier ist auch niemand. Hä? Ach, oben auf dem Dach. Alter Schwede, wie soll ich denn da hinkommen? Ist das ein Bug oder ist das wirklich so, liebe Freunde? Wie soll ich denn den da runterboxen? Hallo? Du Moped-Mann, das ist ja ziemlich blöde, dass du da oben auf dem Dach stehst. Da kann ich ja nicht mit dir reden. Na komm, ich muss jetzt erstmal eine Laterne auspacken. Sonst sehe ich doch hier wieder nichts. So. Von wo ist der denn da hochgekommen? Von drinnen? Von draußen? Man weiß es nicht. Von der Burgmauer oben wird er wohl nicht runtergesprungen sein. Ist er eventuell hier rübergehüpft? Dann wäre die Frage, wie kommen wir denn auf dieses Gebäude? Gibt es hier eine Leiter? Ne, hier gibt es aber auch keine Leiter. Eventuell von drinnen. Müssen wir mal anklopfen. Ich weiß gar nicht, wer da drin wohnt. Die Tür ist verschlossen. Na super, da kommen wir gar nicht rein. Und von dem Gebäude darüber und darüber? Man weiß es nicht. Es könnte natürlich jetzt so eine Hüpfeinlage werden. Vielleicht ist das ja so ein Jump-and-Run-Aspekt. Weiß ich ja nicht, ob es das hier in diesem Spiel überhaupt gibt. So, gucken wir mal, wo die Tür hier ist. Da. Auch verschlossen. Okay. Aber hier kann ich eventuell von hier rüber springen. Alter, das ist doch jetzt hier nicht der Ernst, oder? Komme ich hier hoch? Guck mal, hier sind Waffen. Kann ich die mitnehmen? Ne, die sind nur Zierde. So, da komme ich nicht hin. Ja, genau. Randaliert mal hier einfach mal die Bude kaputt. Ach, guck mal, ist das ein Schmied? Ach so, hier habe ich die Leute wiederbelebt. Ach, das war der Schmied. Kann ich jetzt hier was bei dir kaufen? Ja, ja, du bist dankbar, aber du gibst mir nichts. Okay. Ah, guck mal, so. So funktioniert's doch, liebe Freunde. Oder so kann ich es mir zumindest vorstellen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier hoch. Alter Schwede, ist das frickelig. Und hier rüber. Und dann können wir... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da drüben hin. Aber wir müssen erstmal jetzt hier auf das Dach. Okay. Anlauf und spring. Gut, das hat geklappt. Ey, das ist ja richtig hier Assassin's Creed-Style. Alter Schwede. So, letzter Sprung. Und geklappt. So, und jetzt können wir auch mit dem kleinen Bub hier reden. No, no. My mind is made up. Now stop chasing me. Just leave me be. Alter, jetzt verpieselt er sich schon wieder. Wo geht er denn jetzt schon wieder hin? Young Pip is near the aqueducts, like as not. Alter Schwede, ey. Voll der Assassin's Creed-Style. Und noch nicht mal hier oben irgendwie ein Goodie oder so, was wir hätten einsacken können. Das ist, noch das Schlimme daran. Bin jetzt da doch schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das hier so rausgefunden habe. So, wo ist er denn jetzt hin, der kleine Pip? Schauen wir mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten. Naja, gut, okay, also quasi den ganzen Weg wieder zurück.
Dann joggen wir doch mal darüber. Das war ja hier, glaube ich, erstmal wieder hoch und dann da rum. Oder? Ne, wir... Oder da hoch? Ne, hier rum. Alter, im Dunkeln sieht das komplett anders aus. Also da haben sie wirklich hier mit den Dunkelheitseffekten echt nicht gespart. In dem Spiel schon ziemlich krass. Bin ich hier richtig? Ne, das ist der Ausgang, ne? Da komme ich ganz raus. Das ist der optionale Eingang hier. Da will ich nicht hin. Geh weg. Ich muss da irgendwie mich links hochhalten, an diesem Berg entlang oder so. Ich glaube, das war der richtige Weg. Da müsste doch so ein Knick jetzt sein, oder? Hä? Ja, genau. Hier. Und jetzt hier rum. Und dann hoch. Genau so rum. Und ja, jetzt kenne ich den Weg auch wieder. Ja, wie gesagt, ziemlich krass. Also, dass das Spiel echt so mit den Helligkeitseffekten halt spielt. Ich meine, Demon's Souls hat es ja auch extrem gemacht. Da war ja auch, wer bist du hier eigentlich? Kann ich hier was bei dir kaufen? Hat es ja, wie gesagt, auch gemacht. So. Bin ich hier richtig? Was sind das hier eigentlich alles für Hütten? Zu... Oh, hier ist offen. Wer bist du denn? Barbierladen. Was kann ich... Ach, da kann ich mir die Haare schneiden. Was ist das denn? Slash, was kann ich denn da machen? Einfacher Haarschnitt, Standardbehandlung, Schönheitspflege, 3 Sterne schick. Alter Schwede, was hat das hier für einen Sinn? Also hier kann man quasi den Charakter, würde ich jetzt behaupten, einfach nochmal... Eine... Alter Schwede, dass die hier permanent babbeln. Das macht es, wie gesagt, etwas schwieriger. Hier einfach mal einen klaren Gedanken zu Ende zu fassen. Also da kann ich wahrscheinlich meinen Charakter ein bisschen anpassen. Character Customization. Oder nochmal erneut anpassen, wenn mir das Template, was ich am Anfang hatte, nicht gefallen hat. Ja, ich bin auch gespannt, ob es hier noch irgendwo... Die Jagdgelände. Ein zweites, Dings gibt. Einen zweiten Händler, wo ich Rüstung kaufen kann. Denn den Typ, den ich da jetzt bis jetzt gefunden habe, den habe ich ja ehrlich gesagt schon leer gekauft. Der hat ja jetzt nichts mehr Interessantes für mich. Die Frage ist, ob der irgendwann nochmal ein neues Angebot bekommt. Oder ob es einfach dann in der nächsten Stadt irgendwo einen weiteren Händler gibt. Wobei dann die Frage wäre, wann komme ich denn so ungefähr circa in die nächste Stadt? So, du weißt ja auch was. Ja, ja, hier, schön, danke. Das mache ich nur, um halt noch Informationen über die Quest zu bekommen. Stell doch mal nicht im Weg, Ember. Ja, auch zu... Was ist das? Das hier unten war der Schwarzmarkt. Da erinnere ich mich dran, da waren schöne Sachen, die aber nicht bezahlbar waren. Die waren ja alle so super teuer. Und ich glaube, jetzt haben wir ja so ziemlich alles hier mal abgeklappert. Aber hier ist nicht auch noch irgendwo ein Händler, oder? Nee, hier ist auch alles zu... Naja, schade eigentlich. Dann gucken wir mal, was ist denn da drin? Komme ich hier rein? Nee, da komme ich nicht rein, aber hier kann ich durchs Fenster einsteigen. Also, ich könnte vielleicht... Was war das denn? What the fuck? Was war das denn? Habe ich hier gerade die Bude angezündet? Oder was war das für ein Geräusch? Das sah ziemlich komisch aus, liebe Freunde. Na egal. So, gehen wir mal zurück. Und... Hier müsste irgendjemand sein, aber wo? Ach, unter mir oder was? Ach, hier gibt's mehrere Wege. Ach, jetzt flüchtet der Typ schon wieder, ey. Das gibt's doch nicht. Alter. Das ist aber nicht cool von dem. Wo geht's denn hier eigentlich noch hin? Ach, da unten ist der Fluss oder was? Das ist hier so die Burgmauer quasi. Ah, verstehe. Alter. Der hatte eine coole Rüstung und eine coole Waffe. So ein richtig dickes Moped, 2-Hand-Schwert. So, wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Ach, ich muss den jetzt fangen, oder was? Alter. Nein, komm her. Alter, wieso habe ich den denn jetzt nicht ergriffen? Hupsa. Ja, ich will dich nicht tragen, Rin. Mann, ey. Jetzt flüchtet der schon wieder. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ach Gott, ich hasse solche Quests, wo ich irgendwen fangen muss und die immer Haken schlagen und ich immer die Taste nicht im richtigen Moment drücke. So. Father isn't like to stand against one so powerful. What choice do we have?
Well, so be it. I dare say I won't miss that pigsty of a home besides. Now, if there's nothing else, pray leave me be. Now we need only convince Sarah. Gut. What good are risen? Gut, dann haben wir die Quest ja, glaube ich, beendet. Jetzt müssen wir die ja nur noch abgeben. Wobei die Frage ist, wo geben wir die denn jetzt ab? Da gehen wir einfach mal erstmal Richtung Gasthaus wieder, würde ich sagen. Da sind wir ja schon ziemlich zentral in der Stadt. Das kann ja nicht der falscheste Weg sein. Bin jetzt hier in Ecken, wo ich noch nie war, wo ich mich... Ach doch, hier war ich schon mal. Hier ist das schwarze Brett. Da kenne ich mich doch aus. So. So, wo muss ich hin? Show me the Karte. Ja. Nee, kein Quest-Symbol auf der Karte. Was ist das denn? Sprecht mit dem Pächter Jasper, Sarah und Pip. Überzeugt sie davon, Favus? Ja, das habe ich ja gemacht, aber was muss ich denn jetzt machen? Warum verschwindet in diesem Spiel einfach immer die Quest-Symbole? Das finde ich ein bisschen komisch. Was sagt er denn hier? Salomet was a scholar, the leader of a council of sorcerers, until the day he went mad. Das ist wahrscheinlich wieder eine andere Quest, wo der mir jetzt einen Knopf an der Backe labert. Pass mal auf, Freunde. Ich mach mal Folgendes. Erstmal gehe ich jetzt gucken, ob ich hier schon wieder was skillen kann. Ne, da ist die Taverne. Hab ja ein Level-Up gehabt. Und dann lasse ich nochmal bis zum Morgen hier die Zeit vergehen. Eventuell geht's ja am Morgen wieder weiter hier mit der Quest. Ich weiß es nicht. So, gucken wir erstmal nach den Skills. Fähigkeiten erlernen. So, was haben wir denn hier für den Magiestab? Da haben wir nicht mehr genug Disziplinpunkte. Eisbrocken. Blitzgeißel. Achso, das hatte ich. Silenzium eintrüben. Trägheit. Gunst des Feuers. Heilige Gunst. Vollstreckung. Versteinerung. Giftiges. Zauber der Leere. Erzeugt einen. Achso, das waren diese Siegeldinger. Da gibt's nichts. Levitation. Überzeugung. Nee, da gibt's erstmal nichts Neues. Dann möchte ich mich bitte mal bis zum Morgen hier ausruhen. Dann können wir nämlich da in der nächsten Folge weitermachen, beziehungsweise sehen ja auch direkt, ob da eventuell jetzt wieder ein rotes Symbol aufgeplöppt ist. So, und dann wird das Ganze hier wieder einmal auf den Server gespeichert oder was weiß ich, was das Spiel hier wieder macht. Prüft die Vasallen, die dann gerade da sind und jetzt zu den Frühaufstehern gehören. Ah, guck mal an, da ist auch ein rotes Symbol. Also ist es tatsächlich so, dass gewisse Dinge nur bei Tag und nur bei Nacht funktionieren. Das muss man natürlich auch wissen. Sonst steht man da am Anfang und hat natürlich ziemliche Probleme, die Quest zu finden. So, und hier vorne sind die beiden. Jetzt können wir den hier nochmal ansprechen. Ah, der verpieselt sich, bleibt stehen, ey. So, was ist hier mit dir? Du hast die Maker's Patience, Sir, und ich danke dir dafür. Ich habe meine Meinung gemacht. Though it twist my heart to breaking, we are in no place to defy Fornival's will. I am my husband's wife in all things. Pray, tell him I will follow whatever path he chooses. We've secured their consent. Gut. This way leads on to the encampment. Dann haben wir Ditte auch. Jetzt ist nur das Problem, jetzt haben wir schon wieder keine Markierung. Wir haben zwar jetzt hier das Okay von den Leuten, dass die abbauen. Aber der Typ ist jetzt einfach schon wieder nicht da. Muss ich jetzt schon wieder bis Nacht warten, oder was? Alter Schwede. Zuerst auf der Karte suchen, sucht nach benötigten Informationen und Gegenständen. Ja, Auftragsmarkierungen verändern sich je nach Zeit, Ort und Handlung eures Ziels. Ja, super. Das heißt wohl so viel wie, ich muss jetzt nochmal bis Nacht warten. Vermute ich jetzt einfach mal. So, zack, komm mal lecker hier bei mich ran. Ich möchte mich nochmal ausruhen. Bis zum Einbruch der Nacht bleiben. So, machen wir fertig. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert. Das war ja nochmal quasi jetzt extra der Hinweis, dass es hier unterschiedliche Zeitzonen gibt. Wäre jetzt ziemlich dumm, wenn sie es jetzt erst machen würden. Oder nochmal extra darauf hinweisen würden, wenn es jetzt nicht der Fall wäre. Aber nein. Aber nein. Aber nein. Ach, wie dumm ist das denn bitte? Ja, hier ist nichts, was ich nochmal zufällig abgeben könnte. Ich, verstehe das ehrlich gesagt bei dem Spiel noch nicht. Also vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, warum diese Ziele manchmal da sind und manchmal nicht. Das finde ich irgendwie ziemlich
undurchsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man verfolgt halt eine Quest und irgendwann verläuft die einfach im Sande. Das finde ich halt ein bisschen schade, da man die halt nicht straight up arbeiten kann. Ja, ich möchte mich nochmal ausruhen und bis zum Morgen bleiben. Dann starten wir nämlich in der nächsten Folge einfach durch und brechen mal in Richtung der einen Story-Quest auf, die wir schon mal angefangen haben. Es sei denn, es taucht jetzt ein roter Punkt auf der Karte auf. Das weiß ich natürlich nicht. Schauen wir nochmal eine Sekunde, bis das Ding hier durchgeladen hat. Nö, aber da ist nichts Rotes auf der Karte. Naja gut, dann machen wir hier Schluss. Ich sag bis dahin.